Heute starten wir mal ganz anders in eine Location. Ich bin nur mit der GoPro unterwegs. Alter, das hier ist gerade eine ganz, ganz heiße Nummer. Ihr könnt sehen, ich befinde mich gerade in einer Scheune. Wir mussten hier ganz, ganz schnell aufs Gelände, da direkt nebenan Nachbarn sind. Und ja, wir haben uns spontan dazu entschieden, das Ganze hier zu filmen. Was uns alles erwartet, können wir gar nicht genau sagen. Aber das sehen wir jetzt. Wie ich gerade schon gesagt habe, sind wir hier in so eine kleine Scheune ganz schnell verschwunden. Hier haben wir so ein bisschen Holz liegen. Da vorne noch das ein oder andere Gerüstelement, würde ich jetzt tatsächlich sagen. Hier und dort auch nochmal haben wir eine riesen Palette, die noch gar nicht so alt aussieht. Dann wird es hier nach oben gehen, aber der Schein trügt. Hier ist schon alles extrem einsturzgefährdet, sodass wir hier nicht hochgehen werden. Stattdessen befindet sich direkt hinter uns das Tor, über das wir jetzt einen Blick in den Garten erhaschen. Hier vorne steht alles voller Anhänger, hinten noch Glasscheiben und da ist das Objekt. Ich hoffe, ihr könnt das schon sehen. Da vorne fängt das Haus schon an, von auseinander zusammenzubrechen. Eine ganz, ganz heiße Nummer. Und direkt hier hinter der Scheune befindet sich auch der direkte Nachbar. Einmal kurz umgedreht, sehen wir dort oben noch so ein altes Rad, womit wahrscheinlich die alten Heu oder auch Futtersäcke oben auf diesen Dachboden gehievt wurden. Wenn ich mich recht entsinne, war das ja in Bauernhäusern damals echt gang und gäbe, dass man viel über so selbstgebaute Räder gemacht hat. Aber wie gesagt, wir werden das Ganze hier jetzt schnell mitnehmen. Wir bewegen uns langsam Richtung Wohnhaus und schauen mal, was uns dort noch erwartet. Geht es hier rüber, wie gesagt, da vorne ist schon der direkte Nachbar. Schnell weg hier. Schnell in die Location rein. Wir müssen echt aufpassen, weil ich glaube, wir wurden gerade gesehen. Ich stehe jetzt erstmal hier ein bisschen schmiere. Der Stefan führt derzeit weiter. Aber damit wir abgesichert sind und ich ihn jederzeit informieren kann, ob jemand kommt, stehe ich erstmal hier an der Tür. Auch während ich hier ein bisschen aufpasse, schaut mal, hier steht alles voller Zementsäcke. Vorne noch so ein paar alte Möbel. Das zieht sich hier halt komplett durch. Aber da gehen wir gleich nochmal ins Detail drauf ein. Auch hier zur Rechten liegen weitere Möbel. Ich habe so langsam das Gefühl, dass die alle aus dem Wohnhaus stammen. Wenn wir hier etwas weiter gehen, haben wir hier links direkt die erste Tür, wo wir jetzt einmal reingehen werden. Schaut euch das mal an. Hier ist alles voller Gerüstelemente. Hier vorne diese Laufbalken und da die Elemente zum Aufbauen. Vorne liegt noch eine alte Leiter und zu unserer Rechten steht hier dieser Sessel so einsam. Dann eine Wand, die man mal nachträglich reingezogen hat mit so einem Ständerwerk und Rigipsplatten. Aber schaut mal, die Wände hier sind hauptsächlich alle irgendwie mit Rigips zugemacht. Da befindet sich dahinter wahrscheinlich der nächste Raum. Dadurch, dass es hier echt eine komische Situation ist, werde ich diese Location hier einfach schnell mitnehmen. Die wichtigsten Details für euch mitnehmen, bitte seht mir das nach. Kommen wir hier auch schon wieder raus. Ihr seht es halt. Geht es überall mit Möbel weiter. Doch bevor wir uns um die ganzen Möbel hier kümmern und um die Ordner, gehen wir erst einmal hier links rein. Was befindet sich denn hier noch alles? Hier befindet sich auch alles voller Möbel. Hier unten liegen noch so ein paar Backsteine. Und hier geht es halt mit so Backstein weiter. Wenn wir uns umdrehen, sind hier halt auch einfach noch Möbel, ein altes Waschbecken. Könnte das eventuell die Einrichtung aus dem Wohnhaus sein? Vorne noch mit den Stühlen. Und hier vorne. Okay, schaut mal. Hier liegt noch ein kompletter Flug. Und da hinten, krass, die ganze Ecke hier hinten ist voller Einmachgläser. Und hier ist sogar noch was drin. Sieht fast so aus wie Birnen oder Pfirsiche. Vorne, das sieht aus wie Apfelmus. Was soll ich euch sagen? Pff. Irgendwie wiegt es hier so, als hätte man mal versucht, das Ganze leer zu räumen. Und dann eventuell wieder aufzubauen. Wir wissen es noch nicht. Wir schauen mal, was wir noch für Details dazu finden. Kommen wir hier wieder raus. Und hier hatten wir doch vorhin diesen Ordner. Ich werde es euch verpixeln müssen. Aber hier scheint es sich um einen Ordner der Landjugend zu handeln. Aus 99. Schaut mal, hier sind auch noch so die 10 Gebote für Mitglieder der Landjugend. Der 10. Punkt ist relativ cool. Wenn du gebeten wirst, deinen Jahresbeitrag zu zahlen, dann empore dich über solche Anmaßungen des Kassierers und erkläre deinen Austritt. Ja, genau das Motto, wer nicht zahlt, fliegt, würde ich dazu mal sagen. Aber halten wir mal fest,
Mit diesem Ordner haben wir einen Anhaltspunkt. 1999 Landjugend. Vielleicht ist das Gebäude hier auch schon viel, viel länger verlassen. Das wurde zuletzt von der Landjugend genutzt. Was meint ihr? Gehen wir hier so weiter. Hier haben wir noch einen alten Kinderwagen und halt alles voller Möbel. Das scheint mir echt so, dass sie aus dem alten Wohnhaus sein werden. Dann dieses Schild hier an der Wand. Das ist schon cool gemacht. Hier so diese ganzen Stühle und Sitzecken. Ich würde tatsächlich schon fast sagen, dass hier die Landjugend zuletzt ihr Unwesen getreibt hat. Zur anderen Seite haben wir da oben noch so einen alten Wasserbeförderungs-Boiler. Noch schön mit so einem Motor. Was es genau ist, kann ich natürlich nicht sagen. Ach, hier liegt noch alles voller Unterlagen. Betrifft auch wieder die Landjugend hier. Juni, April aus den Jahren 1997. Vielleicht scheinen wir gar nicht so schlecht zu liegen mit dem Jahr 1999, dass das Ganze hier verlassen wurde. Wir gehen jetzt erstmal in den nächsten Raum. Was ist das denn für ein Raum? Schaut mal, komplett gefliest. Hier vorne mit so einer alten Werkbank. Hier hängt hier noch so ein alter Wunderbaum. Und, das ist mir direkt aufgefallen, hier auf dem Tisch haben wir so eine alte Kuhmarke. Okay, mit dieser Kuhmarke können wir auf jeden Fall schon mal daraus schließen, dass es sich hier um einen Bauernhof mit Kühen gehandelt hat. Aber diese Waschrinne hier hinter mir, das kann ich mir bis jetzt nicht erklären. Hier liegen in dem Waschbecken auch noch überall so Auftragspapiere. Wofür die sind, kann ich leider nicht sagen und auch nicht erkennen. Ich wollte gerade wieder rausgehen, da habe ich noch hier dieses Milchpumpdingen gesehen. Ich weiß, ich könnte immer mal genau in die Kommentare schreiben, wie das heißt. Es wurde ja wohl auf die Euter gesetzt und dann wurde die Milch abgepumpt. Aber wie es genau heißt, weiß ich leider nicht. Kommen wir hier mal wieder raus. Wieder in diese große Scheune. Ihr seht schon, da ist die nächste Tür für uns. Hier einmal rum und kommen dann hier, okay, links in einen Raum und rechts würde es dann Richtung Wohnhaus gehen. Wir gehen erst einmal links hier rein. Okay, hier scheint so eine alte Werkstatt gewesen zu sein. Ich finde noch ein bisschen Öl, so alte Schuhe. Da unten auf dem Boden ist sogar noch eine ganze Rolle Stacheldraht. Hier zur anderen Seite haben wir noch ein paar Sägen hängen, die wahrscheinlich so für den normalen Bauernhofbetrieb verwendet wurden. Geht es hier von uns wieder raus in den Vorbereich für das Wohnhaus. Hier steht direkt so ein alter Rasenmäher. Und da vorne so eine alte Waschmaschine, ist das sowas? Schreibt es mir nochmal in die Kommentare. Und schaut euch mal diese alte Schreibmaschine an. Die hat auf jeden Fall schon die besten Tage hinter sich. Zur anderen Seite haben wir noch so ein paar Möbel stehen und eine komplett eingestürzte Decke, was wir hier echt aufpassen müssen. Für uns geht jetzt erstmal der Blick in den Keller. Wow, der Keller hat schon echt Katakomben-Vibes. Junge, Junge. Aber da ich das oben schon langsam alles zusammenbricht, bin ich mir auch nicht mehr sicher, ob wir hier wirklich weitergehen sollten. Der eh leer ist. Hier ist noch der alte Wassertank. Und dann war es das auch schon. Wenn wir so weiter durchgucken, ist halt alles leer. Okay, fuck. Ich höre hier auf einmal Stimmen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall echt vorsichtig sein. Ich weiß nicht, ob ihr mich erkennt oder nicht. Aber wir müssen echt aufpassen. Okay, Freunde, wir haben kurz die Lage gecheckt. Ich bin mittlerweile im Wohnhaus. Wir scheinen echt Glück gehabt zu haben. Die Stimmen waren von etwas weiter weg. Wir schauen uns jetzt hier weiter im Wohnhaus um. Kommen wir links, direkt in die Küche. Okay, so viel Einrichtung ist hier tatsächlich nicht mehr vorhanden. Nur noch den alten Kühlschrank, der auch komplett leer ist. Vorne ist dann so ein kleiner Arbeitsbereich mit so einem Warmwasseraufbereiter. Scheint mir tatsächlich ein Durchlauferhitzer zu sein. Und hier vorne haben wir halt so ein altes Bild. Geht es hier auch schon weiter, weil hier echt nicht mehr so viel drin ist. Vorne noch ein Schreibtisch. Hier zur anderen Seite. Sieht aus wie so ein Bettgestell, aber hier ist halt alles leer sonst soweit. Hier unten noch so ein Riesenposter, ja, quasi von einer halbnackten Frau. Wenn wir uns dann hier umdrehen, kommen wir in einen Flur und hier haben wir schon mal eine Tür, die uns den Weg versperrt. Wir gehen erstmal weiter. Hier stehen schon die alten Heizkörper in diesem Flur, kommen dann hier in das alte Wohnzimmer. Es sind noch so ein paar Sessel vorhanden. Okay, aber schaut mal da oben. Hier müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Hier geht es noch mit Stühle und Sessel weiter. Hier steht noch so ein alter Fernseher. Und halt alles feinsäuberlich abgebaut tatsächlich. Wenn ich mich von hier umdrehe, schaut euch das mal an. Junge, gut, dass hier keiner mehr in dem Raum war. Hier ist komplett die Decke runtergekommen. Alter Schwede.
hat sie auch so einen kleinen Schrank erwischt. Und die Tür, jetzt sehen wir es auch, wurde dadurch auch aus den Angeln gerissen. Stellt euch mal vor, das Ganze wäre passiert, währenddessen jemand hier drin gewesen ist. Ich mag es mir nicht ausmalen, was dann passiert wäre. Auch dadurch, dass die ganzen Decken hier schon teilweise runtergekommen sind oder wie hinter mir vollständig runtergekommen sind, werden wir den Weg nach oben nicht antreten. Das ist mir dann doch echt zu gefährlich. Und das möchte ich halt auch nicht. Wie gesagt, stellt euch vor, hier hätte jemand gestanden, hätte wie ich das Ganze gefilmt und die Decke wäre runtergekommen. Frohes Mahlzeit. Und die Treppe sieht mir auch echt nicht mehr ganz so geheuer aus. Aber schaut mal hier, das fällt mir jetzt beim Rausgehen auf. Diese Tür, wie die von den kompletten Heizungen zugestellt wurde und wie es aussieht, konnte man diese von außen verriegeln. In dem Keller waren wir bereits schon. Wo kann diese Tür hinführen? Leider können wir es nicht mehr herausfinden. Hä, und schaut mal, da ist wie so ein Rollladenkasten oben drüber. Was ist das für eine mysteriöse Tür? Geht's hier durch den Flur für uns wieder nach draußen? Im Vorbeigehen dann hier nochmal der Blick auf so ein komplett zugewachsenes Fenster und dann nichts wie raus hier. Ja, Freunde, wie ihr sehen könnt, wir sind mittlerweile wieder draußen. Hinter uns ist das Wohnhaus. Was haben wir alles herausgefunden? Letzter Anhaltspunkt war tatsächlich 1999. Wurde das Ganze hier eventuell bis 1999 von der Landjugend verwendet und das Gelände hier steht schon etwas länger leer. Wir können es leider nicht ganz genau sagen. Was hat es mit dieser mysteriösen Tür zum Abschluss auf sich? Warum konnte man sie verschließen? Wieso wurde sie zugestellt? Man konnte nicht reinschauen. Wirklich, und dann da oben dieser Abspann, als hätte man dort ein Rollo vorziehen können. All das wirft uns Fragen auf. Doch Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Bis dahin, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Valu Adventure. Ciao.